Blitzeinführung. Schalömchen zur Blitzeinführung von Mein Krampf, Mein Kampf. Dieser Titel geht einem nicht leicht über die Lippen. Dabei ist es nicht nur der Name eines Buches, das bis 2016 verboten war, sondern auch der Name eines Theaterstücks, in dem es um einen gewissen Herrn Hitler geht. Der trifft in Wien in einer Männerpension auf den jüdischen Buchhändler Schlomo Herzl. Als Hitler dort an der Kunstakademie abgelehnt wird, kümmert sich dieser Jude Schlomo um den Hitler ganz rührend. Er verpasst ihn einen pfiffigen Look, ein Schnauzbärtchen, ein Seitenscheitel und dazu noch eine alternative Karriereplanung. Der Hitler soll doch vielleicht lieber in die Politik gehen. Der Ausgang dieser Geschichte ist ja bekannt. Und selbst den Titel für Schlomos autobiografischen Roman Mein Kampf übernimmt dann der Hitler später für seine Propagandaschrift. Und der Autor George Tabori, dessen Familie zum Großteil ja in Auschwitz ermordet wurde, der übernimmt nun diesen Titel Mein Kampf wieder für sein bitterwitziges Theaterstück über Hitler, über den Tod, die Liebe und Knochen. Kochen und nennt es einen theologischen Schwank. Es geht darin unter anderem um die Frage, wie kann man unbeschreiblichen Schmerz ertragen, ohne dem Hass zu verfallen? Was sind die Möglichkeiten und Grenzen der Liebe, des Vergebens, des Witzemachens? In der Inszenierung der preisgekrönten Regisseurin Mina Salepur spielen mit Christoph Müller, Bea Frey, Daniel Nährlich und als Hitler Bruno Gans, die Lisa Arnold. Aber die steht natürlich in einer großen Hitler-Darsteller-Tradition, unter anderem mit dem Bruno Gans, mit dem Charles Chaplin, Helge Schneider und natürlich Adolf Hitler selber. Das war ja wahrscheinlich leider der überzeugendste Hitler-Darsteller von allen. Die neue Presse schreibt über diesen Abend ein Musterbeispiel für gutes Timing und Artikulation. Die klassischen Ingredienzien für einen gelungenen Theaterabend. Let's Einführung.